Hallo und herzlich willkommen an diesem wunderschönen Sonntag zu meinem Let's Play Civ 4 Community. Genau, hier könnt ihr entscheiden, was ich mache, und das hat Topaz diese Woche auch wieder mal ernst genommen, hat mir viele, viele Tipps gegeben und viel, viel Input. Und dem werde ich jetzt auch einfach mal nicht wortlos, aber folgen. Nämlich, wir haben hier noch genug Happiness erstmal. Wohingegen Topazala unhappy wird nächste Runde bei Wachstum. Das heißt, wir nehmen einfach mal schnell zack eine von den Stadtwachen und sorgen hier für Happiness. Gut, als nächstes gucken wir mal kurz. Minen sollten nicht belegt sein, Hütten ist gut. Was man auch noch machen kann und was ich jetzt auch machen werde, wohl, nee. Grübel. So, belege ich das mal so. So, Strategiev kann jetzt nämlich für die Hauptstadt eine Hütte hochziehen. Windustan belegt nur gute Sachen. Genau. Ansonsten sieht das soweit erstmal ganz okay aus, denke ich. Damit dürfte das Wichtigste auch gemacht worden sein. Hier in Ochtenville kann man nämlich schon, hat Octopass angemerkt, einfach mal den Axti nachschieben nach der Kaserne, die man peitscht. Dafür geht sowieso nur eine Mine drauf, die kein wirklich ernsthaft interessiert. Ansonsten wird es wohl darauf hinauslaufen, Paparis und die Hauptstadt wachsen zu lassen und Hütten belegen zu lassen, und Sklavabu wird wohl mit Topazala zusammen ein paar Axtis bauen für Stadtwachen. Gut. Ansonsten heißt unser Ziel erstmal Währung. Wenn ich das dieses Turn schaffe, das sollte ich hinkriegen, bin ich schon sehr und spannend in der Hinsicht. Zack. So, fällt von einem fernen Land fertiggestellt, die zwei Statuen. Das ist natürlich uncool. Belegen wir natürlich erstmal Hütten. Hütten belegen ist immer gut und niemals verkehrt. Dann haben wir das fertig. Dann ist hier oben auch schon alles soweit durch, wie ich das gerade sehe. Jetzt. Wie lange? Muss ich mal kurz gucken, wie lange braucht der noch? 9 Runden. Grübel, der ist auch fertig. So, jetzt erstmal alle auf dieses Feldchen, dann wird das nämlich schnell ausgebaut. Gut. Gucken wir mal, jetzt die Straße auch hier fertig. Hier unten in die Ecke werde ich übrigens nicht grün, allein schon hier schon wieder Kultur. Das heißt, er hat wahrscheinlich hier eine Stadt gegründet, schon wieder der Sack. Gucken wir mal kurz. Genau. Und da haben wir dann keine Chance drauf, das bringt es ja nicht. Überlegen. Da die Stadt hier sowieso nicht groß die Kommerzperle wird am Anfang, oder sowieso nicht. Muss ich mal kurz gucken, was ich jetzt mache hier mit der schönen, schönen Stadt. Muss ich gerade überlegen. Ist da schon eine Hütte drauf? Ja, ein Gehöft. Sehr schön. Ansonsten... Ein Bautrupp reicht, um hier unten die kleine hässliche Ecke auszubauen. Nehmt mir es nicht übel, klein und hässlich trifft es aber halbwegs. Gut. So, jetzt sind wir auch gleich schon wieder im Minus drin, das ist natürlich nicht schön. So, gleich steht auch das Denkmal, das ist nämlich ganz wichtig. Zack. Und ab dem Zeitpunkt wird die wunderschöne Stadt hier nämlich erstmal Kultur generieren. So, als nächstes hauen wir noch einen Axti raus als Stadtwache. Damit ist Topazala erstmal safe. Jetzt muss man natürlich gucken, dass das hier hinkommt. Wird es natürlich nicht. Das heißt, jetzt muss ich mit einer der Stadtwachen von Topazala dahin. Ja, muss man jetzt echt aufpassen, dass da hier keine Stadt unhappy wird. Gut. Ansonsten sieht das hier schon mal ganz gut aus. Der Axi ist hier fast fertig. Was wird hier belegt? Naja, 6 Überschuss jetzt nicht prall, da würde ich jetzt nicht für daher peitschen. Grundsätzlich ist Überschuss nicht alles, aber 6 Überschuss ist dann schon, ja, fragwürdig. At best. Man versucht ja ein bisschen was da raus zu quetschen für sich. So, jetzt haben wir hier noch mehr Happiness. Die Stadt kann noch wachsen, das heißt, es wird noch eine weitere Hütte belegt werden. Sehr schön. Das heißt, wir können jetzt auch eine Kaserne bauen, die kann man dann eventuell auch noch günstig hinterherpeitschen. Die brauchen wir dann sowieso später für einen effektiven Rush mit Berserkern, was ja grundsätzlich das Ziel sein sollte als
Wikinger. Die kann ich leider noch nicht peitschen. Mit der Bibliothek vielleicht, naja, ganz ehrlich, gegen einen kulturellen hier diese Brücke zu schließen, wird tendenziell nicht unmöglich, aber schwierig, sehr schwierig. Gut. So. So, jetzt hat Tiratown noch einen Axti bekommen. Das heißt, Tiratown ist erstmal safe in der Hinsicht. Baut einen weiteren Axti, damit die Stadt dezent weiterwachsen kann, um es mal im Tenor von Topaz zu erwähnen. Ein weiterer Axti erstmal hier ins Lavabu. Im Moment, die Stadt wird nicht unhappy, das heißt, kann ich den sogar erstmal nach Topazala Niederross ziehen. So, jetzt haben wir hier auch die schnelle Straßenverbindung. Jetzt muss ich hier natürlich aufpassen, dass da genau die Hütte belegt wird. So. Muss man natürlich auf die wichtigen Dinge achten in dem Moment. Er baut jetzt hier schon eine Straße hin. Barbaren kriegen ja keine Kultur in der Sicht, glaube ich. Die bauen ja keine Monumente und so weiter. Na egal. Übrigens mit den ganzen Stadtwachen-Axis, wenn dann mal ein paar Happiness-Sachen ablaufen, kann ich noch ein paar zusammenziehen. Vor allem dann hier mit denen, die ich jetzt in Orkenwild zusammenpeitsche. Und dann heißt es Aloha Teuton. Oder so. So, jetzt haben wir hier eine Straße, das ist schon mal wirklich sehr gut. Ich könnte hier holzen, aber das bringt mir jetzt glaube ich nicht so viel. So. Das heißt, mit Zweien brauche ich da hinterher. Kurz überlegen. Ja, damit die Stadt hier weiter Hütten belegen kann, zack, kommt da noch einer hin. Einer baut hier eine Hütte. Das heißt, zwei werden jetzt hier die Hütte hochziehen und der eine wird dann schon weiter nach Göttingdon ziehen und dort weiterarbeiten. So, das sollte jetzt aber auch reichen. Und genau, damit können wir dann nächste Runde auch das Projekt Währung fertig machen. Ja, muss ich auch mal einen Laufweg in Kauf nehmen, auch wenn das wahrscheinlich nicht das Beste ist. So. Gut, 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 gut. Damit wird, wenn Topazala nächste Runde unhappy wird, auch dort ein Worker sein, was durchaus gut ist in dem Fall. Gut. Das wird schon von dem belegt. Jetzt wird hier auf Hütte umbelegt, denn Hütten sind immer gut. Das ist wahrscheinlich wie in der schlechten Fußballserie. Was ist schlecht? Nein, schlecht nicht. Ich glaube, war das in Kickers oder was? Die tollen Superstars. Der Ball ist dein Freund. Und bei Ziff ist das ganz simpel. Die Hütten sind dein Freund. Simple as that. Alles hat den Wert, welchen den Käufer zu zahlen bereit ist. Publilius Syrus. Oh. Jawohl. Und als nächstes stürzen wir uns auf Metallgos. Metallgos definitiv nicht unwichtig, sondern eher wichtig, genau. Und dann bauen wir jetzt auch erstmal hier schon mal eine Hütte. Hier noch eine Hütte, sehr schön. Inzwischen sieht man schon, unser BSP hat sich nicht verdoppelt, das kann man nicht sagen, aber ich würde mal grob sagen, um 50% erhöht und das finde ich schon gut. So, jetzt haben wir Topazala auch wieder happy, weil wir dort einen rechtzeitig reinbekommen haben. Jetzt können wir das Feld wiederum belegen. In der Hauptstadt kann man jetzt wiederum umbelegen. Und jetzt wird das hier so sein. Genau, jetzt wird das passend belegt. Den Getreidespeicher würde ich jetzt einfach mal für nice Überschuss wegpeitschen. Danach wird der Axtkämpfer fertiggestellt und danach kommt schon der Handelsposten. Warum der Handelsposten? Ganz einfach. Topaz hat es auch schon erläutert, das ist eigentlich allgemeingültig. Wenn man Finn ist, ist eine normale Küste ein guter Sklavereipuffer. Das heißt, man kann dann schon etwas wachsen und kriegt trotzdem mit 3 Kommerz für dieses Feld dann schon relativ guten Income wieder rein. Das heißt, man kann, selbst wenn man auf das Peitschen hinausarbeitet, noch Geld sammeln. Sozusagen eine Win-Win-Win-Situation. So.
ähnlich auch hier erstmal den Handelsposten peitschen, auch wenn er noch nicht gebraucht wird, weil man hiermit noch wachsen könnte. Setzen wir als nächstes mal einen, obwohl Axtkämpfer braucht die Stadt einen Axtkämpfer, bevor sie unhappy wird oder so. Ja, und danach kommt auch schon, also ich denke, der Axti wird mit Überschuss fertig und danach kommt halt, oder zumindest, nee, fast fertig. Und danach kommt halt ein Getreidespeicher. Ich denke, das dürfte halbwegs hinkommen. Ansonsten sieht das soweit ganz gut aus bis jetzt. Puckville kann man hier sehen. Hat auch gleich den Axti fertig als Stadtverteidiger. Ich mache jetzt auch mal einen Stadtrundgang einfach. Dann seht ihr auch, wo ich Handelswege hin habe. Nämlich Axum, Gonda und natürlich New Graf für alle. Und vielleicht fällt mir nebenbei auch noch ein, zwei Kleinigkeiten auf, die ich ändern würde. Hier sind wir übrigens schon 26 Runden noch bis zur großen Persönlichkeit. Die Rudingdon ist eine wirklich gute Kommerzstadt. Also, was heißt gut? Mittelmäßig. Es fehlt eigentlich noch ein vernünftiges Nahrungsfeld, so ein 5er, 6er Feld. Dann wäre die Stadt richtig gut. Aber ich kann mich auch nicht beschweren. Sie macht ihren ihre Aufgabe eigentlich sehr gut wett. Allein schon blocken. Das war ihre Hauptaufgabe am Anfang. So. Grundsätzlich würde ich jetzt nicht diese Mine belegen, sondern lieber schon hier die Hütte. Aber zumindest jetzt zeitweise für 3-4 Runden finde ich das halbwegs, würde ich es halbwegs okay finden, weil wir ja sowieso hier hauptsächlich Axtkämpfer erstmal ausbilden für, also als MP-Stadtwachen, damit die Stadt, Städte happy sind. Müsst ihr entscheiden. Paparis, ja, ganz gut, hauptsächlich auf Kommerz ausgelegt. Noch etwas besser wie ED Rudington sogar. Hier in Orkenville könnte ich jetzt natürlich den Axti peitschen und noch einen Axti hinterher. 70 Überschuss, das heißt, ich würde sofort den nächsten Axti bekommen. Und hätte dann schon quasi 4 Axtis hier in der Stadt parat. Das heißt, dann vielleicht noch ein oder zwei dazu, oder, ne, sicher noch zwei dazu. Und dann könnte ich schon Teutonen stürmen. Wäre natürlich erstmal doof, aber wenn 2, 3 überleben den Angriff auf Teuton, könnte ich die dann als Stadtwachen hier reinziehen und Orkenville wäre wieder happy. Nur so als Gedankenanstoß. Ob euch das gefällt, müsst ihr entscheiden. Brainsville. Ja, noch relativ klein, aber ich denke mal, wenn es noch weiter wächst, dann kann man auch im nächsten Turn jetzt schon die Bib peitschen für ein bisschen nicht Kulturdruck in diese Richtung, sondern eher Kulturverteidigung im ersten Ring. Ja. Bogiten, ganz nett. Der Handelsposten wird nochmal helfen. Dann sind nämlich hier viele Sklavereipuffer dazu gekommen. Windustan hatten wir eben schon gepeitscht. New Graf, naja, wie gesagt, in 10 Runden haben wir hier wenigstens ein Denkmal immerhin. Und ab dann dürfte die KE langsam kommen. Übrigens, die netten Handelswege, wie gesagt, Insel. Strategiev hat immer noch keinen Stadtverteidiger, aber es wird sich ändern mit der gepeitschten Kornkammer und den Folgegebäuden. Ansonsten Göttington hier hat auch schon die erste Hütte belegt jetzt, hat schon Getreidespeicher und bekommt als nächsten Denkmal spendiert. Hat allerdings schon Handelswege nach Niederrosch, fällt mir gerade auf, also schon keine mehr zum langsam siedelnden Äthiopier. Tripolis kommt langsam auch aus dem Knack jetzt, was die Kornkammer angeht. Denk mal, Kornkammer, die wichtigsten Gebäude. Was soll man hier dann machen sonst? Muss man echt mal überlegen. Weil hier jetzt Axtis zu produzieren, finde ich nicht ganz so sinnvoll. Vielleicht hier eine Bib, damit man den Kulturring noch weiterhalten kann. Damit man hier auch ein bisschen, also als Stopp- und Blockfunktion hier im Südosten ist. Muss man mal gucken. Bib wäre mein Vorschlag wahrscheinlich. Und hier in Puckville haben wir auch jetzt die erste Kulturgeneratormaschine, wie auch immer. Das Denkmal, damit werden wir nicht viel erreichen. Mein nächstes Ziel ist es hier erstmal, den ersten Ring hier zurückzuerobern, wenn die KE kommt. Und dann mit diesem Ring noch eine Bib reinzuholzen, sofern das Wald, der Wald noch steht. Um dann zumindest den ersten Ring, wie gesagt, auch wieder so ein bisschen kulturell freihalten zu können vom Gegner. Ansonsten, das war die Stadtbelegung. Ich zeige euch noch einmal kurz, was wir forschen könnten. Ganz langsam hovere ich jetzt mal nach rechts rüber und ich denke mal, viel weiter wie Gesetzgebung sollte man nicht gehen. Da sieht man auch schon alles, was wir forschen könnten.
Das soll es auch schon gewesen sein für diese Episode. Ich freue mich auf eure Vorschläge auf YouTube oder auch im Forum. Und vergesst nicht, ihr entscheidet, was hier gemacht wird. Das, was ich eben erzählt habe, sind nur Vorschläge. Und meistens noch nicht mal die besten. Ich bin ja sehr verwirrt. Das solltet ihr inzwischen mitbekommen haben bei meinen verschiedenen Let's Plays. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Genießt ihn. Und vielleicht auch noch die letzten Sonnenstrahlen dieses Altweibersommers, sofern er bei euch angekommen ist. Bis denn, see you und tschüss.